This is a mercy. Shut up. Do not stand in my way. Behold, the rage of winter. This is a mercy. Shatter! Do not stand in my way. Rise, my fallen champions. Aid me. This is a mercy. Shatter! Do not stand in my way. Come, sons of Arthur, aid me. This is a mercy. Shut up. Do not stand in my way. This is a mercy. I did what I must to protect my people. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Last Epoch und unserer Hexenmeisterin. Wir haben es endlich geschafft, das Level 100 zu erreichen. Oh mein Gott, dauert das lang. Zu lang. Ich finde definitiv zu lang, nachdem wir ja mit relativ frühen, eigentlich schon fast mit Level 50 oder Level 60 in das Early Endgame kommen. Der Weg dann bis zu 100 ohne irgendeinen Beschleuniger, was das Leveln angeht, das ist sehr mühsam, muss ich sagen. Das finde ich, das macht Diablo 4 besser, indem es uns da einfach gewisse Boosts gibt, die wir uns freischalten können. Natürlich gibt es hier auch bei den Monolithen die Folianten, die uns ja unterschiedlich mehr Experience, mehr Erfahrung geben. Aber das ist so minimal, dass das eigentlich überhaupt nicht ins Gewicht fällt und somit total nutzlos wird. Und die Arenen, also ich weiß nicht, wie viele Arenen ich gemacht habe, es fühlt sich nicht so belohnend an, sagen wir es mal so. Der Loot ist, brauchen wir nicht drüber reden, der ist phänomenal bei diesem Spiel, aber der Level-Fortschritt ist jetzt nicht gleichermaßen wie der Loot, dass man hier auch merkt, dass man deutlich vorwärts kommt. Also das sollte meiner Meinung nach der Entwickler, da sollte er hier noch so ein bisschen nachjustieren, gerade was die Folianten angeht, wenn wir diese Echos eben ja uns extra aussuchen, um dort eben etwas schneller mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Die sind auf jeden Fall deutlich zu wenig und ich hoffe, dass hier nachgebessert wird. Ansonsten, wir sind 100, ich habe es endlich geschafft. Ich habe sehr lange gebraucht. Wenn es einen Weg gibt, um auf die 100 schneller zu kommen, dann habe ich ihn vielleicht bis jetzt einfach immer noch nicht gefunden. Aber wie gesagt, aus meiner Empfindung heraus dauert es einfach zu lange. So, meine Lieben, wir haben ein paar neue Sachen. Aha, zeig's euch mal. Immer noch den Helm, mit dem Verzaubern im Sanktum, wo wir uns gewisse Affixe oder zumindest je nachdem, wie viel legendäres Potenzial wir haben, uns Affixe von einem exaltierten Gegenstand auf einen einzigartigen Gegenstand setzen können und dieser dann legendär wird, da habe ich einfach kein Glück. Also ich habe, glaube ich, diesen Knochenklapper Babuta mittlerweile der vierte Helm und den nekrotischen Widerstand beziehungsweise den erhöhten nekrotischen Schaden, so muss ich sagen. Ich bekomme ihn einfach nicht drauf. Es funktioniert nicht, aber wir haben dafür Omnis. Aus dem Aha. Der ist bei mir auch nicht gedroppt. Also der ist mal wie noch nie gedroppt, dieses super schöne, tolle Amulett. Ich habe mir es aus dem Bazar geholt. Das war gar nicht so teuer.
je nachdem, was ihr für einen Filter einstellt, der Roll ist nämlich gar nicht so schlecht. Wir haben 44% nekrotischen Widerstand. Ich glaube, dass der Max Roll bei 45% liegt. Kann mich auch irren, aber ich glaube, das waren maximal 45%. Und wir kriegen einen Skillrang auf alle unsere Fertigkeiten und ja, und haben dann eben alle Widerstände eben in unterschiedlichen Werten und der nekrotische Widerstand sollte ins Bett gehen. Ist natürlich hier ausschlaggebend, weil wir müssen nach wie vor unseren nekrotischen Widerstand mindestens auf die 1000 bringen oder bestenfalls auf die 1000 bringen, vielleicht ein bisschen drüber. Und wir sind leider immer noch bei 426%, weil ich auch so ein bisschen den Fokus mal auf andere Dinge gelegt habe, wie beispielsweise den Multiplikator für kritische Treffer. Der liegt bei uns bei 258, angepeilt habe ich die 330%, da will ich noch hin. Da könnte man auch gut hinkommen, wenn man das Glück hätte, dass man die richtigen Götzen bekommt. Ich hatte euch leider beim letzten Video eine Fehlinformation gegeben, das möchte ich an dieser Stelle entschuldigen. Es geht nicht um die Hochkant, über die senkrechten Vierergötzen, die man braucht, sondern ihr braucht die waagrechten. Ihr braucht von diesen beiden zwei. Und von diesen großen Vierer braucht ihr auch zwei. Und zwar braucht ihr bei den kleinen, da habe ich immerhin, Zauberschaden für Flüche ist natürlich unglaublich wichtig für unseren Build, weil wir ja hauptsächlich viele Flüche auf den Gegner auch legen. Diese Flüche, dieser Schaden wird dann erhöht. Und es gibt noch die Vierergötzen, die euch auf euren Heidenschleier eine längere Zeit bieten, dass ihr diesen eben nutzen könnt, mit zusätzlich 45% nekrotischem Widerstand. Und wenn wir davon nämlich zwei haben, dann haben wir allein über zwei Götzen 90% nekrotischen Widerstand. Und dann bleiben letztendlich, wenn ihr das eben so macht, also wenn ihr euch vorstellt, dass hier jetzt auch nochmal eine Vierergötze ist, dann würden euch hier noch zwei übrig bleiben, und hier wäre frei. Und hier kommt dann, glaube ich, ein Senkrechter rein. Also, oder es droppt beim Spielen einer ganz anderen Klasse, wie es auch ich schon im Internet gelesen habe. Das wäre natürlich sehr fatal, nachdem der Level Progress hier unglaublich zäh und langwierig ist. Weiß ich nicht, ob ich noch die richtigen Götzen bekommen würde, könnte, möchte, wie auch immer. Auf jeden Fall, wichtig ist hier einfach nekrotischer Widerstand ins Unermessliche und ihr braucht einfach hier noch Schaden auf eure Zauberflüche und ihr braucht eine erhöhte Kanalisierungsdauer eures Heidenschleiers. So, wie gesagt, Omnis kann ich empfehlen, holt euch den einfach aus dem Bazar, wenn er nicht droppt. Bei mir ist er noch nicht einmal mit legendärem Potenzial gedroppt, aber das ist mir wurscht, weil das ist super. Ich habe, glaube ich, 500.000 bezahlt. Also der ist relativ günstig, in Anführungszeichen, zu bekommen. Genau. So, der ist auch neu, glaube ich, dass ich euch den noch nicht gezeigt habe. Wir hatten die letzten Folgen immer einen anderen Zweihandstart, der uns erhöhten Schaden auf Schaden über Zeit bot. Ihr seht, mein Schaden über Zeit liegt jetzt nur noch bei 200%. Wir machen trotzdem unglaublich hohen Damage. Wir sind jetzt beim katonischen Spalt bei 16.102 Schaden. Nach wie vor ist es mir aber ein Rätsel, wie man auf eine sechsstellige Schadenssumme kommen kann. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Auf dem Bild, den ich so ein bisschen verfolge, den ich da so, zwar so ein bisschen abgeändert habe, aber die Abänderung bringt nicht den weniger Schaden, den ich mache, hat derjenige 330% Multiplikator für kritische Treffer, hat 1033 nekrotischen Widerstand und hat neben der Vermeidung
wenn wir Schaden bekommen oder wenn wir kritischen Schaden bekommen, hat er noch Vermeidung drauf, dass er eben ja nicht zu viel Damage bekommt und hat aber hier ganz andere Waffen. Er hat einmal, das zeige ich euch mal, dass ihr es mal gesehen habt. Ach Gott, jetzt bin ich hier. Na Moment, dann muss ich da kurz. Wir sind momentan, ach, das zeige ich euch noch kurz. Also es läuft so gut. Wir sind bei 258 Verderbnis, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt auch gerade im Video, habt ihr es gesehen, wir haben den Boss, den Oberus, mal wieder gelegt. Die Drops allerdings sind sehr bescheiden, muss ich sagen. Ja. Und ich habe, und wenn ihr von dem Zweihandstab ab, euch abwendet, derjenige, der diesen Bild spielt, spielt mit folgenden Waffen. Und zwar, bis ich in meinem Chaos hier wieder diese Waffen finde. Moment. Ich hab keinen Platz. Oh, komm schon, wo ist es denn jetzt? Finde ich es wieder nicht. Es ist ein Set-Item, ein grünes. Hier. Er spielt mit dieser Waffe aufgrund des 25% auf alle Widerstände, dem 65 Fluchschaden, Fluchzauberschaden, dem 107% erhöhten Fluchschaden. Dina ist irrelevant, brauchen wir nicht. Und kommt auf unglaubliche Schadenssummen und nimmt zu diesem Mace, also zu diesem Streitkolben, Einheitsstreitkolben, benutzt er noch dieses Schild. Und dieses natürlich auch wieder in Verbindung mit nekrotischem Widerstand. Ja, und kommt hier auf und benutzt auch diesen Gürtel. Wenn ich diese Sachen aber alle anlege, dann habe ich hier nur noch eine, ich glaube, eine 6000 stehen. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Inwieweit man welche Werte genauso haben muss, dass der Schaden so krass multipliziert wird, dass unser ketonischer Spalt hier zumindest mal auf die 100.000 kommt. Wenn ihr das wisst, meine Lieben, wo hier der Fehler liegt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das hilft mir sehr, weil ich hier so ein bisschen am Verzweifeln bin, weil ich mir das nicht erklären kann, dass wir mit unserem erhöhten nekrotischen Schaden, wenn man ja zum Beispiel auf unseren ketonischen Spalt mal schauen und sehen ja die Skala-Tags, also alles, was diesen Skill positiv beeinflusst, dass wir mehr Schaden machen. Das ist das Feuer, das ist nekrotisch, da zählt natürlich auch der nekrotische Widerstand dazu. Zauber, Fluch, Intelligenz und Schaden im Laufe der Zeit. Und mit dem vorigen Zweihandstab mit Schaden über Zeit, wo wir, glaube ich, bei knapp 700% waren, waren es halt nur 9000 Schaden pro Sekunde für den ketonischen Spalt. Und jetzt sind wir auf 200, haben ein bisschen Fluchschaden drauf und gut, unser erhöhter nekrotischer Schaden liegt bei 452% und haben eben Seelenfeuer, das ist alles gleich geblieben. Ja, hier nochmal ein bisschen Widerstand bekommen und haben eben diesen Multiplikator drin. Und zwar, weil ich mir von den Segen die Aschengroßlehre geholt habe. 33% Multiplikator für kritische Treffer. Diesen Segen findet ihr bei der dunklen Sonne. Das ist relativ am Anfang, wenn ihr die Echos macht. Und ja, unter 200 Verderbnis, also habe ich hier zumindest 33% Multiplikator bekommen für kritische Treffer. Und derjenige, der diesen Bild auch spielt, hat halt 40%. Er hat halt eine höhere Verderbnis oder halt einen besseren Roll, weil wir sind hier, ja, 40%, genau, hat er gehabt. Ja, okay, also Götzen habe ich euch gesagt, das ist gleich geblieben, den finde ich super. 154% erhöhter Zauberschaden ist, glaube ich, auch etwas, was den Zauberschaden unglaublich nach oben treibt. Aber wie gesagt, wie die Werte zueinander stehen, wo man so gewisse Caps oder so einfach wissen muss,
Warum der Schaden dann so explodiert bei demjenigen, ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, leider. Dann haben wir bei der Brust, die habe ich mir auch aus dem AHA geholt, aufgrund des hohen Intelligenzwertes. Wir sind bei 96 Intelligenz und der Bild ist als solches interessant. Ihr seht, wir haben nur noch eine Mana-Regeneration von 11. Wir brauchen auch nicht mehr, weil wir uns über unsere Skills, die wir jetzt gesetzt haben, die wir ein bisschen anders gesetzt haben, bekommen wir so viel Mana wieder zurück, wenn wir die Gegner erledigen, dass wir hier nicht mehr auf eine hohe Mana-Regeneration angewiesen sind. Also das ist sehr angenehm. Das kann ich nur empfehlen. Asche der Sterblichkeit gleich geblieben. Ist natürlich hier absolut wichtig aufgrund des erhöhten nekrotischen Schadens und der Stationsaufbewahrung, dass einfach unser Schutzschild eben länger sozusagen aktiv bleibt, sich nicht so schnell wieder abbaut. Die Gemeinschaft der Ausgelöschten, dieser Gürtel ist ja ein Weber-Item mit Rängen, die vorher bestehen und wir über die Levelphase diesen Gürtel sozusagen mitleveln können, aber jedes Mal andere Affixe einfach erscheinen. Trotzdem ist dieser Gürtel sehr zu empfehlen aufgrund seiner erhöhten Rüstung von 51%. Wir liegen immer noch bei 3162 Rüstungswert und haben eine Schadensreduktion von 50%. Und hier eben dem erhöhten Blitzschaden, der natürlich greift. Dem erhöhten Giftschaden, der auch wieder eine Schadensart über Zeit ist. Und die 18% erhöhte Ausweichwertung ist jetzt auch mal nicht so verkehrt. Der Ring ist auch gleich geblieben. Wir haben uns hier andere Handschuhe reingelegt aufgrund des Intelligenzwertes und hier nochmal, weil ich den Schaden im Laufe der Zeit nochmal ein bisschen pushen wollte. Die Austauschschwelle ist in Ordnung, braucht man vielleicht nicht unbedingt, eher einen erhöhten Rüstwert, habe ich aber nicht bekommen. Und die 41% Feuerbeständigkeit. Ihr seht, wir haben alle Widerstände auf jeden Fall am Cap, das ist auch unglaublich wichtig, gerade wenn ihr auf Verderbnis 200 stößt und euch dann weiter nach oben levelt in der Verderbnis. Es gibt so ein paar fiese Mechaniken leider auch bei Last Epoch, gerade auch in der Arena, gerade auch wenn man den Gegner als solches nicht sieht, er uns aber in einen AOE-Damage mehr oder weniger förmlich zwingt, weil dieser AOE-Schaden direkt unter uns sozusagen entsteht. Und da ist mir auch die Zeit des AOE-Schadens, den der Gegner setzt, und der im Grunde dann gleich schon Damage macht und wir eigentlich fast nicht mehr reagieren können und sind dann halt auch tot, bei 200 Verderbnis und aufwärts, da könnte man natürlich hier auf die Betäubungsvermeidung nochmal was setzen und auch auf den auf die Eigenschaft, dass wenn wir kritisch getroffen werden, dass wir hier sozusagen eine gewisse Resistenz bekommen, dass wir eben nicht so hohen Schaden bekommen. Bei den Schuhen, brauche ich nicht viel erklären, sind immer noch die alten. Wichtig hier auf jeden Fall der physische Widerstand von 59%, 31% erhöhte Rüstung ist immer gut, 16% erhöhtes Bewegungstempo vom Implizit, 18% landen wir bei 34, das ist in Ordnung, es könnte ein bisschen besser sein. Hier seht ihr das, 46% weniger erlittener Bonusschaden durch kritische Treffer. Wenn wir diesen Implizit irgendwie noch auf anderen Gegenständen drauf hätten, dann würden wir unter Umständen auch solche Attacken, die man eben nicht voraussehen kann, weil man den Gegner nicht sieht. Das hat mir damals bei Diablo 4 schon teilweise den Spaß ein bisschen verdorben. Es gibt diese Mechanik leider hier auch, aber Gott sei Dank nicht so häufig wie bei Diablo 4. Und die 185 Rüstung ist gut. Seelenfeuer immer noch gleich geblieben, lasse ich auch als solches aufgrund des erhöhten nekrotischen Schadens, das ist prima. Alles andere, was drauf ist, ist im Grunde sehr aktiv, proaktiv für unseren ketonischen Spalt. Lohnt sich sehr. Genau. Dann zeige ich euch mal. Ja, gehen wir vielleicht kurz die Segen durch. Die 10% erhöhte Erfahrung, Geistesgroßstärke. Gilt es natürlich jetzt wieder gegen etwas anderes auszutauschen. Ich habe das hauptsächlich für die Levelphase jetzt benutzt auf die 100.
Da stehen uns die im Grunde zur Verfügung. Ja, ich weiß nicht, Prachtgötze, sind das die Großen? Möglicherweise muss ich mich informieren. Wenn das die Großen sind, mache ich dieses Echo, diesen Monolith eben nochmal und schaue, dass ich hier auch auf die 200 Verderbnis komme und hole mir dann eine erhöhte Chance auf Prachtgötzen, um auch in der Hoffnung, dass wir die richtigen Götzen mal bekommen, dass wir unseren nekrotischen Widerstand weiter steigern können. Ansonsten habe ich die Eisumklammerung, 12% erhöhte Körperrüstung, Beutechance hier eben auf, von der dunklen Sonne, den Multiplikator für kritische Treffer. Vom Blutfrost und Tod habe ich die erhöhte Zweihandstab-Beutechance. Nach wie vor möchte ich einfach mit Zweihandstäben spielen und nicht auf Einhand und Schild wechseln. Den Sturm beenden, habe ich Blitzwiderstand drin. Ich gucke gerade mal, Blitzwiderstand haben wir bei 89. Ja, ist definitiv noch sinnvoll, den drin zu lassen. Ja, erhöhte Ringsplitterbeutechance auf Fall des Imperiums. Dieser hier ist noch interessant, den wir auf dem Monolithenherrschaft der Drachen bekommen. In einem besseren Roll seht ihr, wenn ihr Ctrl-Alt gedrückt halt, seht ihr, in welchem Bereich sozusagen dieser Segen gewürfelt wird. Wir haben hier einen mittleren Wert von 10%. Es gibt aber, je höher ihr von der Verderbnis steigt, gibt es hier auch plus 20% auf alle Widerstände. Das wäre natürlich auch wichtig, das irgendwann anzugehen. Dann haben wir die letzte Ruine, habe ich 30% erhöhte Körperrüstungssplitter drin, Beutechance. Ja, im Grunde, dass wir halt noch bessere Ausrüstung bekommen für unsere Brust. Vielleicht auch mal mit 3 Rängen auf dem kotonischen Spalt. Dann haben wir das Zeitalter des Winters. Das ist der Monolith, wo ich jetzt momentan Verderbnis 258 habe. Da habe ich mir den 74 kalten, also den Kältewiderstand auf 74% jetzt in einem besseren Roll sichern können. Und beim Geister des Feuers haben wir den Rüstungssegen drin. So, von den Skillungen sieht es wie folgt aus. Passiv. Nach wie vor 20 Punkte in dem Basis-Skillbaum der Akolyten mit 8 Punkte verbotenes Wissen, 6 Punkte die Knochenaura, 1 Punkt Manie der Sterblichkeit, 5 Punkte unnatürliche Bewahrung. Dann gehen wir mit 65 Punkten in die Hexenmeisterin rein, 5 Punkte Seelendieb, 3 Punkte Chaosflamme. Ich werde euch natürlich den Bild als solches in die Videobeschreibung wieder packen, also den Planer, dann könnt ihr euch das genau angucken. 6 Punkte Unheilige Folter, 5 Punkte Geist des Okkultisten, 3 Punkte Schutz der Boshaftigkeit, 5 Punkte grauenhafte Rüstung, 3 Punkte hier nochmal in die Unverderblichkeit, also wir kriegen mehr Leben dadurch. Verhängnisverkünder macht ihr voll mit 8 Punkten, dunkle Schütze mit 5 Punkten, 4 Punkte in den bösartigen Körper, 5 Punkte Vollmachen in Verwelken. 2 Punkte in chaotische Treffer langen euch und einen Punkt in die eindringende Finsternis. Dann geht ihr hier rüber, macht die Verwüstung anrichten, macht ihr voll mit 5 Punkten und setzt auch in die flüchtige Vettel ebenfalls nochmal 5 Punkte rein. Dann im Lich haben wir das jetzt so gemacht wie im letzten Video auch schon. Wir konnten jetzt endlich die lähmende Erkenntnis noch voll machen. Das war genau der letzte Punkt. Ihr geht mit vollen Punkten in den Apokryphen rein, aufgrund des erhöhten Intelligenzwertes und der Mana-Regeneration von 20% geht ihr in den Griff des Schicksals. Erhöhter nekrotischer Schaden, ganz wichtig für unser Bild, 60%. In das Seelenbett, welches uns unsere Vitalität, Gesundheitsregeneration steigert und zuletzt hier mit vollen 8 Punkten in die lähmende Erkenntnis, wo wir nochmal pro Punkt 2 Intelligenz bekommen, also insgesamt nochmal 16 Intelligenz. So, von den Skills sieht es bei mir wie folgt aus. Wir haben 21 Punkte in Geistesseuche, 23 Punkte in den ketonischen Spalt und jeweils 21 Punkte auch in Heidenschleier, Transplantation und in die wandernden Geister. So sieht's aus.
ich brauche nicht viel erklären. Ihr kennt das. Es hat sich nicht mehr großartig viel verändert. Wir haben hier auch keine neuen Ränge dazu bekommen. Und sofern wir hier vielleicht vom katholischen Spalt mal noch Ränge dazu bekommen sollten, werde ich höchstwahrscheinlich in Geistersturm noch voll machen. Oder getrennte Schütze aufgrund des Bruchs des Nekrosewiderstands vom Gegner. Ja, aber damit kommt man schon ganz gut klar. So. Wir sind durch, meine Lieben. Wir sind durch. Und mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich hoffe dennoch, dass euch der Bild und das Video gefallen hat. Ich werde jetzt mit meinem Hexenmeister ein bisschen Urlaub machen. Das habe ich mir auch verdient. Das war eine lange Reise und das ist so ein bisschen abstoßend. Wenn man sich überlegt, dass man noch andere Klassen spielen möchte, ausprobieren möchte, auf 100 bringen möchte, dann ist das ja ein Wahnsinnsaufwand, Charaktere auf 100 zu bringen. Ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit mehreren Leuten spiele, mit 4 Spielern, beispielsweise in einer Arena, ob wir dann 4-mal so viel Erfahrungspunkte bekommen. Aber überall steht immer nur, dass Arena die beste Methode ist, um möglichst schnell auf 100 zu kommen. Und dieses möglichst schnell halte ich für ein Gerücht. Ich finde, dass es wahnsinnig langsam geht, auch mit Arena. Aber möglicherweise, wenn man mit mehreren Spielern spielt, geht es schneller. Ich weiß es nicht. Ich bin hauptsächlich alleine unterwegs und da dauert das alles einfach deutlich länger. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Hexenmeisterin oder mit, nee, mit eurer Hexenmeisterin. Wir können ja nur ein Geschlecht wählen. Und mein Totenbeschwörer ist jetzt momentan auf 87. Da gilt es jetzt noch, die 90 zu erreichen. Aber es wird lange dauern, bis ich auf die 100 komme, weil das ist einfach sehr, sehr mühselig. Und aber mit 90 gibt es ein neues Video vom Totenbeschwörer, ganz klar. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Für alle Neueinsteiger, schaut euch doch mal die Ankündigung zum Gewinnspiel an. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mich unterstützt. Ich gebe auch dann was zurück, aber dann müsst ihr das Video gucken. Dann erwartet euch Großartiges. Ansonsten bleibt's gesund, meine Lieben. Und bis bald. Macht's gut. Ciao.